Das ist doch drin. Sodale! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neueren, weiteren Part von Dying Light. Platinum Edition natürlich. Björn schlägt Zombies zusammen. Björn und stark. Und mit dabei natürlich den guten Björn alias Björn. Guck mal, was so Björn letzte Folge gelernt hat. Ja, Björn hat gelernt, wie man Missionreifen benutzt. Kannst du den Dropkick kannst du jetzt einfach, what the fuck? Warte mal. Beschütz mich mal kurz, ich will mal kurz gucken jetzt hier. So. Jetzt, meine Fresse. So, da können wir uns ein bisschen Björn hat. Björn hat Betonschläger. Ja, Björn muss sich beeilen, weil ich höre da großen Zombie. Und der macht mit Björn der macht aus Björn kleinen Schnitzel. Karim, bin bei der Björn macht Antenne kaputt, Mist. Ah, da ist wieder. Mal, was störst du mich einmal beim fucking Kisten öffnen? Boah, Schloch, ey. Siehst du das, wenn ich hier so durchs Kopf kicke? Naja, ich sehe das, wenn da irgend so ein Affe in Wikinger-Kostüm hier durch Dropkickt. Nein, Björn-Kostüm. Ach, verdammt, ey. Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal üben. Ist ja wirklich ein fetter Typ. Was für fett. Björn kriegt neuen Hammer. Björn kriegt neuen Hammer, ist das so? Ich kann neuen Dietrich haben. Ich kann neuen Dietrich machen. Oder soll ich mal so ein richtig. Soll ich mir mal eine Ragnaröks Asche machen oder feurige Asche? Ah ne, da fehlt mir richtig viel Zeug. Oh Gott, eine Machete fehlt mir dafür. Willst du sehen, wie Björn starke Zombie kaputt macht? Ja, zeig Björn mal. Björn macht starke Zombie kaputt. Zeigt uns mal das, Björn. Björn zu stark für schwache Bücher. Björn macht tot. Björn neuen Hammer. So, also für Leute, die sich gefragt haben, warum wir einen kleinen Cut gemacht haben, wir wurden recht gestört und das musst du mir gerade mal unterbinden. Stimmt's, ja, Björn? Und wir sind nicht gestorben. Björn zu stark zum Sterben. Findest du die meiste Beute, let's go. Geil. Was müssen wir machen? Jeder sammelt Gegenstände, das zählt nur einer. Okay, gut. Perfekt, dann machen wir das. Ne? Was für leer. Das kann ich nicht öffnen. Oh mein Gott. Money. Ist wieder alles, ne? Ist mir alles weg. Hier ist ein Dicker mit einem Hammer. Kannst bitte mal deiner Mutter. Kannst bitte mal deiner Mutter sagen, dass sie bitte mal gehen soll? Tut mir leid. Ich werde ein Treffen mit deiner Mutter. Ich wollte fett vergleichen. Sag mal! Bist du schon nicht der Hellster, oder? Wir sind an der Tanke. Nicht an der Kasse! Jawoll, gewonnen. Oh, wie hast du gewonnen? Da war eine Kasse. So, und jetzt wieder zurück zum großen, zum Hauptziel. Es explodiert einfach alles. Ich glaube, nee, der ist glaube ich tot, oder? Ja. Ich glaub schon. hier sind nochmal zwei, also wenn du ganz zwei bekämpfen möchtest, bitte. Ja, easy. Björn stark! Björn hol wie eine Nuss, Alter. Was ist denn den Strom hier auf? Oh ne, er ist wieder da. Ah, ich mach das Ding. Weil hier ist nämlich eine weiße Kiste. Weiße Kiste ist gleich. Ich bin gerade in die Luft geflogen.
Nee, brauchst du nicht. Ich bin schon tot gewesen, Alter. Ich bin aber einfach gerade in die Luft geflogen. Irgendwas ist dann Luft. Es hat da Bumm gemacht. Das läuft. Du musst da Bumm. Professioneller E-Sport. I want to in my room. Boom, boom, boom. Einer tot. Einer tot. Einer tot. Gadimir. Björn nämlich stark. Ey, Björn, ein Huren. Björn ist vielleicht ein Huren. Oha, Björn. Ich hab verfaulte. Verfaultes Leder. Dem einen. Vom Dicken mit dem Hammer? Ja, der hat mir einfach verfaultes Leder oder so. Das ist doch spannend. GRE. Paket gestohlen. Stian, du Dieb, Mensch! Hä, das war ich nicht. Ja, das ja, war ja, barisch die Fette. Ja, das sagen sie alle hier, ne? Das war barisch die Fette schon. Ach, der guckt, sowieso, der guckt sowieso nicht meine Videos, also ist das auch egal. Ja, die Stelle guckt er nicht. Ah, er zündet mich einfach an. Hier, weiße Kiste. Ein Messer. Richtig geilen Schläger bekommen. Warte. Wird wieder rausgeschickt, keine Sorge. Ey, er ist immer noch da. Wollen wir privat gehen? Ja, lass einfach gleich privat. Ja, lass jetzt mal privat gehen. Bevor ich sterbe, bevor Björn stirbt. Ja, bevor. Normalerweise nichts hier los, ne? So. Nichts los sonst. Tja, Junge, nicht. So, gut, da werden wir wieder mal. So, Björn, auf geht's! Björn, mach kaputt! Dann weißt du, das Problem ist einfach nur, es ist die letzte Folge, die wir heute aufnehmen. Danach können wir ja wieder gerne in den normalen Discord reingehen, aber. Come on! Warum werden wir gestört? Bei der allerletzten auch erst, die wir heute aufnehmen. Oh ne, kein Spucker. Ja, die haben hier weniger drin. Mhm. Was soll das Geschrei? Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Einmal auf die Fresse. Nimm mal das mal auf. Tot. Björn stark. Oh, schwer. Schwer heißt doch gut, oder? Wie schwer? Wäre gleich guter Loot. Schrank aufzumachen, war schwer. Warum hast du hier guten Loot? Oh, noch einer. Woher hast du das, Mann? Was denn? Den schweren Loot. Hä? Schwer zu öffnen sind diese Schränke. Steht da. Ja, mal. Da gibt es bestimmt Diamanten. Kappa. Den einen habe ich ja schon aufgemacht. Aber der hier ist irgendwie ein hoher Arm. Ah. Das war natürlich. Kosmetika. Wow. Oh, Nagel. Nee, gell. Das war's. Der Saft fließt wieder. Oh, ich spoiler. Arschloch. Müssen wir jetzt auf den Turm? Oh, yay. Klettern. Das war's nicht, ey. Yay. Ja. Mein Lieblings-Hobby. Ja gut, wir können auch sagen, es könnte vielleicht auch ein bisschen unser Fehler gewesen sein wegen Aufnahmeort. Wir falschen ausgewählt haben, aber Gott sei Dank habe ich ja einen Aufnahme-Channel bei mir auf dem Server noch. Können wir da ja in der Zukunft aufnehmen. Und da kann keiner einfach reinjoinen. Ja. Sei denn er ist Halbgott, dann ja. Ja.
Aber komm schon. Sonst ist hier nichts auf dem Kack-Server los, wo wir aufnehmen. Dann auf einmal jetzt schon, ey. Das gibt's doch nicht. Ja. Ey, Mensch. Ja, die, du bist halt so fame, die haben gesehen. Ich bin so fame. Ja. Klammern. Wenn du im Leben auf und haben sie gedacht, oh. Ich bin wieder. Bist du gestorben? Ich bin runtergefallen. Willst du mich holen? Komm. Ja, hol mich hoch, ich hab keinen Bock zu rennen. Safe sterb ich beim Runterspringen. Du sollst ja auch nicht runterspringen, du Keck. Ja, sonst nach 8 Sekunden. 6, 5, 4, 3. Was steht da für 80 Überlebende? Was stand da für 80 Überlebende? No. Was heißt das? Ah, ja, du hast XP-Punkte bei Überleben verloren. Oh, okay. Ich glaube, das kannst du auch erschaffen. Du musst nicht fünfmal den Weg auf. Willkommen zurück! Nein! Jetzt die letzte Folge komplett am Spargel. Oh, ich renne hier schon seit Stunden hier meine dämlichen Runden. Und ich sage nicht vorbei. Ich sag dir so, wie es ist. Wenn jetzt gleich hier jemand joinen würde, ne, ich würde heulen. Jetzt kriegst du einen Discord-Hacker so. Ja. Ich flieg raus, ein anderer Account kommt rein. Ich hab keinen Bock auf Hammer-Hammer-Kampf, deswegen kletter ich jetzt einfach. Da muss ja nur einer hoch. Hoffe ich. Und wir müssen 3 Antennen besteigen. 3? Mhm. Hab ich niemals, Alter. Bring sie den Anhold. Für K. Nein! Dann töte ich ihn einfach und dann krieg ich Bonus. Darf ich jetzt nochmal klettern, Alter? Ach, meine Waffe ist schon. Was war das für eine Waffe, Alter? Ja, das war die, die ich getroffen habe. Was ich vorhin erzählt habe mit den DLCs. Die OP-Waffe. Ja, aber dann. Ja, ich hab die Waffen zwar auch bei mir, aber ich muss da noch farmen, Sachen und so. Ich hab nur einen Schraubenschlüssel gebraucht. 2 Plastik, 2 Metalldinger und ein Klebeband oder so. Hm, ja. Und dann hat sie 200 Schaden mehr gemacht. Oder 300. Mit ein bisschen Lametta. Das verdankst du nur alles Lametta. Ja. Synthese. Sag mal, jetzt geh ich ja doch rauf, Alter. Ein bisschen Lametta. Ach Gott, Alter. Meine Arme duschen. Wie mache ich das jetzt im Klettern? Achso. Oh Gott, ich hab Angst, dass ich wieder runterfalle, ich hab keinen Bock. Ich bin gerade fast runter. Stell dir mal vor. Guck mal, ich bin hier außen. Stell dir mal vor, du spielst das Spiel in VR einfach. Du kriegst einfach halben Herzinfarkt. Oh fuck. Wie bin ich denn gestorben? Wie hoch denn noch? Und wo überhaupt lang? Oben da bist. Oh fuck, ich bin nochmal runter. Und wo soll ich überhaupt lang, Alter? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich bin gerade komplett wieder runtergekommen. Mhm. Ah, hier ist eine Leiter. Oh, yeah. Ja, wow, sieht aus wie sonst was. Warte mal, war da nicht sonst immer eine Leiter? Wieso sonst immer? Ich dachte, du hast es noch nicht gespielt. Nein, war da nicht eine Leiter, aber sonst mal ist auch immer eine Leiter. Ja, hier. Schon wieder eine Leiter oder was immer das ist, sein soll. Ja, eine Leiter. Dämliche, Alter. Schalte den Transmitter ein.
Bin ich auf der Höhe jetzt schon oder wie? Achso. Das nicht. Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Oh, Mann. Scheiße. Hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Hier ist Osten, oder? Wo ich bin. Oder? 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 Ja, ja. Bist ja. Ja. Ich bin so intelligent. Lüge. Hä? Lüge. Wenn du mal intelligent wärst, ey, dann wäre Barack Obama mal wieder Präsident. Okay, nächstes Jahr. Nächstes Jahr get it. Safe Zone, lass die machen. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach, ein grausamer Tod. Ja, wow, ne? Wenn der zweite Sender auch im Arsch ist und ich nichts dafür kann, ja, dann fickt er mich einfach. Was ist das für eine Logik? Was kann ich denn dafür, wenn er seine Sender nicht bewachen lässt, ey? Was ein Idiot. Hat deine Schuld, ne? Was für meine Schulden? Wenn er es nicht gebacken kriegt, seine Sender richtig auf, so restaurieren und so. Und mich dann dafür fickt, dass. Keine Ahnung davon. Du hast keine Ahnung, wie das ist. Na, ist das so. So, ich hab hier die Safe von dir gemacht, ja. Da war so ein Riese, den hab ich so links, rechts und unten gegeben. Links, rechts, Uppercut. Nein, links, rechts, oben und unten. Alter, hier sind richtig fette Polizeiautos, die man shooten kann. Warum kann man denn nicht keine Autos fahren? Also ich kann das ja keine. Das kannst du in dem einen DLC da. Following, ja, so. Leute, den wird's auch geben. Ja, das ist die Story ungefähr so lang wie hier, glaube ich. Ja, oh, auch nice. War der Following nicht kürzer von der Story? Ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Achte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Das ist Alexei. Sein Sohn Christoph. Möglicherweise. Und wie lange geht die Story von Dying Light? Ich glaube nicht. Du hast sie doch schon gespielt, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich hab mich ja nicht auf die Story so richtig konzentriert, weißt du? Ah, okay, super. Ich habe immer nur Zombies und dann habe ich die Story nebenbei gemacht. Was zum Henker willst du? Ich bin gleich da. Yalla, yalla. Ich bin gleich da, mach keinen Stress, Junge. So viel Zeit jetzt verloren gegangen, muss wieder alles. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt mal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais' Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. So ein. Ich kann das nicht mehr! Sprich nicht so laut! Sollen Sie mich doch hören! Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder! Das sind wir. Wir nehmen das halt, ja. Ja, wir arbeiten für Sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Hihi, wir klettern den zweiten Turm hoch. Sag mal, Björn, kannst du nicht einfach die Leitern hier aufmachen? Björn, zu dumm. Na, Björn, ey, wozu habe ich dich überhaupt angeheuert? Björn hat keinen Abschluss. Björn sollte mal seinen Hauptabschluss eigentlich fertigstellen. Björn hat nicht genug Abschlüsse dafür. Jetzt alle Hauptschüler. Björn muss erstmal. Ich hoffe echt, die Scheißkletterei war's wert. Glaube ich auch, Alter. Wir kennen jetzt schon seit Jahrzehnten. Ja, wo geht's hier lang? Hallo?
Jörn, klettert hier Wand. Ach so, Alter. Oh. Hallo, kann ich hier, wo kann ich hier rauf? Irgendwo. Gott, Alter. Ja. Jetzt gleich, das Ding wurde schon wieder geradet. Das sieht hier, ja, es wurde geradet. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey, Karim. Der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Geh hier runter. Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Ich bin schon unten mit der Seilbahn. Okay. Okay, Jan, hier lang. Gehen wir uns die Belohnung holen. Ja. Ja, bevor wir das... bevor wir das machen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. Wir machen das noch bis die 30. Wir machen, also ich hab da ein paar Schnitz reingemacht, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen... Ja, machen. Wie die meisten Zombies. Du warst das, oder? Ich bin voll dafür. Die Antennen. Hat's mir gesagt. Ei. Das ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Sarah und Dr. Kenneth. Die können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Mach den Großen hier mal, ne? Verpackt meine Quaffel. Das ist doch gut. Okay, gut. Ja, bist du gestorben. Ich hab die ganze Zeit auf einen Zombie raufgehauen und der hat, ja, ich glaube mein Ding da kaputt, deswegen hatte ich keinen Schaden mehr gemacht. Upsi! Ja. Ja. Ah, da beißt irgendjemand an meinem Fuß. Egal. Der kann auch was an meinem Fuß beißen. Ich hole immer jetzt die Quest. Warte mal, oder kann ich jetzt schon. Oder kann ich jetzt schon vielleicht die Waffe, eine der Waffen machen? Nee, ich will mir eine Machete. Okay, Klingen habe ich. Metall fehlt mir. Gemeine Pflanze, okay. Ich guck auch mal. Ups, Alter. Springtau. Schabelmesser habe ich doch. Was habe ich doch? Würde mich verarschen? Oder muss ich jetzt ein Inventar haben? Nö, eigentlich nicht. Warte doch, ich mal Gruß. In ihrem Inventar ist kein Platz. Ach, halt doch nicht. Gute Mann, Nacht. So viel habe ich doch gar nicht. Oh. Ach egal, weiter geht's. Ah. Du hättest auch gerne neue schöne Waffen, ne? Mir fehlt aber der Loot. Ja, ich mach mehr Looten da. Aber es scheint ja nicht so den Ding zu sein, ne? Nee. Ja. Da kickst du. Kekse, lecker. Da kickst du, boah. Ist hier irgendwas? Lustigkeit. Und
danach spielen wir Bad. Was? Danach spielen wir Bad Blood. Bad dann kriegt ihr auch nochmal. Nein! Ist genug Aufnahme für heute, der Mensch. Danach. Und danach riss Jan so heftig in den Arm aus, dass er nicht mehr sitzen kann. Und davon kriegt er einen. Davon kriegt er einen Ausschnitt. Das machen wir natürlich mit ein paar Hentai-Stöhnern und so, dann ist es perfekt. Muss von vorne ab. Ja. Willst du wissen, was das Schlimmste ist, was du jemals machen kannst? Alles aufnehmen und danach ist am ersten Tag alles hochladen. Also alle Videos dann auch. Ja, das ist echt nicht smart. Hast du mal kurz Zeit? Ich hab hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Was du willst jeden Tag hochladen? Oh, yeah. Ja. Also wenn ich ja zwei verschiedene Spiele hochladen will, dann ja. Eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Hallo, Rajas. Gern geschehen. Natürlich haben wir Hoffnung gegeben. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen? Ja, deine Hilfe benötige ich nicht wirklich, danke. Freue mich hier. Zurück zu Rajas. Und die uns berichten, ja. Reis, wo bist du? Reisi. Komm her, Süßele. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du deine Hilfe? Marionette. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Ja. Ja. Hören. Also ich schätze mal, Karim würde jetzt sagen... Verpisst euch! Ja, und das war's auch. Für diese Aufnahmesession. Also ja, gut. Spaß. Bei eurem, bei eurem Pornhub-Kanal. Genau. Was? Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und den Discord-Server zu joinen und. Ja. Und noch vieles, vieles weiter. Also, ihr wisst, Abo, Like da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Falls euch das Projekt gefällt und so. Dann... Und spendet. Ach ja, ich habe einen Instant Gaming Link reingepackt, da könnt ihr euch gerne auch Dying Light, The Following oder Dying Light, die Platinum Edition gerne holen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Björn regelt das schon. Stimmt's, Björn? Björn hat Spaß.